Wir sind gerade mal noch im Ladebuilding-Dingens. Ja. Alter, wie oft ich dir gerade in die Fresse gehauen hab. Ja. Doki Doki! Zwei Dove. Von unten. Komm von unten. Ja, geh mal dahin. Doki okay. Doki! Es wird nie alt. Nein. Das springt schon. Hab ich echt schon richtig markiert? Ja. Mhm. Okay. Absprung in 3, 2, 1, raus. Wir müssen eine Weile fliegen. Ja. Am besten nach ganz weit oben gucken. Mhm. Einfach wie nach vorne und nach oben. Superman, Dado! Was ist, wenn ich den Fallschirm aus meinem Inventar werfe? Das stimmt. Ich weiß es nicht, aber du soll hast das probieren? Item als Rucksack. Nein! Nein! You're not lit enough for the Club. Du kannst es droppen. Aber dann droppst du selber. Okay, du hast es noch. Ich hab's noch nicht gemacht, nein. Ich bin hier ganz alleine. Bei mir ist er gelandet, ich weiß nicht, ob bei mir ist ein Auto. Ob es Fam ist oder nicht. Ja, du kannst ihn droppen. Hey, wo bist du? Ich bin ein bisschen woanders. Ich hab da keinen gefunden. Uns, bevor er auf uns noch wer gelandet, oben auf dem Dach ist noch wer gelandet. Ach, bist du bei mir? Mein Haus? Ja, wo wir drin sind. Weg. Uschi, du bist aber nicht bei mir, oder? Nee, ich bin bei Muni. Hier oben ist aber niemand. Ich hab ihn aber oben landen sehen. Wenn, hier das, oben keiner ist aber euch, wenn das keiner von euch beiden war, dann war es irgendein Gegner. Also ich war's nicht. Ich bin hier oben, aber. Ist egal, ist er vielleicht getürmt, ich weiß es nicht. Alter, ich hab einen richtig krassen roten Mantel. Igitt. Das Muni? Sind wie die roten Stiefel, ja, von Ted. Helm Stufe 2. Nice. Du bist jetzt voll der Pimpking, Junge. Aber richtig. Ich bin nicht Pumpkin, der König der Geister, sondern ich bin Pimpking. Ich hab mich verschrieben. Cool, M16 mit 4x Visier. Yeah. I'm lit AF. Für die Kids bitte, heutzutage. Willst du ihn jetzt haben oder willst du ihn jetzt nicht haben, Muni? Ich war noch am Looten. Okay. Bin nicht so schnell, tut mir leid. Du bist halt nicht so lit AF wie ich. Du musst irgendwo einen Weg nach oben gehen. Hast du eine Treppe gefunden? Ja, hier habe ich eine Treppe gefunden. Hey, fellow kids. How are you doing? Ja. Ich liebe dieses eine Bild von Steve Buscemi, wo der halt irgendwie... Viermal Visier! Gib ihm. Ja, sprich weiter, Entschuldigung. Wo der halt einfach schon so alt aussieht, aber trotzdem so ein Basecap auf hat mit einem Skateboard in der Hand und dann, hey, fellow kids, how are you doing? Oder sowas. Hey, what's up, fellow kids? Genau, ich liebe das. Das ist so super. Wow. Sowieso ein Fan von Steve Buscemi. Einmal Visier. Ey Junge, du wirfst mit den Visieren um dich, als wäre heute Weihnachten. Ich hatte schon eine Waffe bekommen. Er hatte, da war schon Weihnachten. Er hatte eine Vision vom aktuellen Weihnachten oder so. Altmodisches kapiert? Visier, Basecamp Vision. Ja, ja. Schon Rotpunkt Visier. Ich schwöre bei Gott, ich werde ihn umbringen. Fingerlose Handschuhe. Ich visiere dich zu Tode an. Visieren die Tode an? Ich visiere dich zu Tode an. Ah, ich visiere dich zu Tode. Ah, das ist mal smart. Crossbow. Nüsse! Nüsse? Ja, Nüsse. Ich hab keine Nüsse. Nüsse. Nüsse? Nüsse. Ich verstehe jedes Mal Nüsse. Nein, ja, ich hab jetzt wirklich jedes Mal akustisch Nüsse verstanden. Geil, Nüsse. Küsse, aber ist okay. Jetzt hab ich's verstanden. Du hast wieder Nüsse gesagt. Ich kann mit Nüssen leben. Okay, wir sind hier durch, glaube ich. Hallo. Hello. Hello. Sollten wir uns zur Zone bewegen, Kinders? Alles klar, ich hab Auto. Müssen, das ist gut.
Ich schlag mal vor, so da so. Und da ist auch noch ein Auto. Cool. Es sei denn, das ist ein Drach. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hallo, Anakbar. Wieso kann ich nicht fahren? Oh. Was hast du gesagt? Steuerung Tab? Nee. Was? Steuerung 1? Ah. Shift 1. Steuerung 1 hat es bei mir getan. Naja, passt. Ich komme nicht durch den Zaun. Willst du mich verarschen? Scotty schneller sein. Scotty rammt jeden Zaun um. Du musst sehr schnell sein, um den kaputt... Okay, den Zaun kannst du nicht kaputt machen. Okay, nee, da links, das ist kein ganzes Auto. Das ist nur so... Hey, jetzt, komm. Seid ihr drin? Ja. Gut. Wohin? Drin. Gelb? Oh nee. Mein Gott, Uschi hat das LMG. Wohin? Ja. Ich würde sagen rot. So in Richtung rot zumindest. Aber vielleicht nicht durch Puccinki durch. Gelb. Stopp. Einhalten. Bunker? Question mark? Oder ist das nein. Weiter. Einfach weiter. Zugeschüttet. Okay. Leitet mich mal so ein bisschen. Sagt mir mal, ob ich weiter gelb, rechts oder gelb, links. Gelb, links. Gelb, okay. Oder halt kurz an. Okay, fahr weiter. Ich leite dich. Du musst nach rechts. Wenn wir nach gelb wollen, musst du dich an den gelben Marker richten. Der ist ganz Der ist aber links. Der ist rechts auf der Karte, ist er rechts. Links auf der Karte, aber rechts von dir aus. Nein, links von dir aus. Entschuldigung, ich bin schlecht mit Richtung. Hast recht. Ich sehe das doch da oben. Ah, ich kann es nicht kurz mehr fahren. Okay, alles klar. Piep, piep. Ihr Raudis! Wo bist denn du? Ich bin hinter euch. Oh, shit! Baum! Also, wir fahren einfach aus der roten Zone raus. Sind gleich bei gelb. Entschuldigung. Also für mich war jetzt wirklich erstmal nur aus der roten Zone. Schau mal nach links. Ich wollte ein bisschen abbremsen. Ich wollte jetzt hier nicht volle Kanne runter so. Düsen. Sieht aber nicht so aus, dass hier Wände waren. Bremsen! Ja, alles gut. Keiner hat Damage genommen, nicht mal das Auto. Okay. Alles gut. Wollen wir noch looten, oder? Ja. Wir sind noch am Rand, aber wir sind halt trotzdem in der Zone. Au! Was passiert? Tod und Verderben. Baum ist passiert. Baum macht Au. Ja, Baum macht Au. Glasscherben. Schmecken dir die nicht? Gesundheit? Was zum Fick hustet und sagt Glasscherben? Kannst du bitte nicht ein Glasscherben verschlucken? Ich bin durchs Fenster gesprungen. Glasscherben sterben. Die sind halt so staubig. Eine Bekannte von mir, die kann nicht mehr reden, weil sie mal durch eine Glas, irgendwie durch einen Glastisch gefallen ist. Was? Das ist schon ewig her. Ja, irgendwas ist da passiert und seither kann sie nicht mehr reden. Liebe Grüße, Seri, wenn du das siehst. Gegen Schock vielleicht? Okay. Beschissen, aber okay. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne sie halt nicht anders. Also ich weiß nicht, wie ihre Stimme klingt. Okay. Scheiße, aber... Weiß nicht, was du dagegen machen willst. Taktisch. Ach, sie ist trotzdem eine total Liebe. Egal, sie lieb ist, glaube ich. Ne, dass sie halt nicht reden kann, ist ein bisschen blöd, aber... Ja, das ist nur bei TTT manchmal so ein bisschen gewesen, weil sie halt nicht reden kann. Dachten dann alle immer irgendwie, wenn sie stehen geblieben ist, okay, ja, sie ist gerade im Traitor-Menü und dann... Ja, nee. Dann war halt kacke. Sie hat halt einfach nur geschrieben, weil sie halt nicht reden kann. Kann, ja. Ha, TTT und Schreiben ist... Ja, das ist suboptimal. Ein bisschen. Liebe Grüße, es war nie böse gemeint. Egal, wer du bist, wir haben dich alle lieb. Das ist die gute Seri. Seri, wir haben dich... Oh, shit! Leute, hier! Ja, bei dir, Feli. Der ist gerade ins Haus bei dir rein. Ja, ich war immer noch auf Einzelschuss. Fuck! Ich dachte mir schon so, Moment, das ist aber nicht unser Auto. Und dann habe ich schon den ersten Schuss abbekommen. Ja, bei mir im Haus. Da gesehen. Ich guck gerade Scorgi zu. Ja, Uschi hat ihn gesehen. Wir kesseln ihn ein. Ja, du durfst es nicht sehen, wenn du da durch die Tür guckst. Der war da zumindest. Links. Weiter. Ja, hab ich spät gesehen. Rechts. Links. Direkt da. Ja. Nice. Geil. Das war sogar, er war der Letzte sogar. Außer ich hab ihn so schnell getötet. Also ich hab eine M4 mit ewig viel Muni, Scorgi. Penny, okay. Es tut mir so leid.
Und mit viermal Visier. Wenn ich so leid. Den habe ich auch. Alles gut. Mir so leid. Alles gut. Kann doch keiner was für. Hattest du gerade deine Pfanne in der Hand? Ich nein. Uschi? Nee, ich habe keine Pfanne. Okay. Bei mir hattest du gerade irgendwas in der Hand. Es sah aus wie die Pfanne. Ich habe keine Pfanne. Das machst du. Ich habe nicht grade mal eine Nahkampfwaffe. Die Pfanne liegt hier, die schwebt da so in der Luft. Willst du die M4 nehmen? Ich brauche irgendeine Zweitwaffe, eine kleine reicht. Nee, nimm du lieber die M16 A4, ich hab eine AK. Macht sie fertig, Pfanne? Leute. Nee, ich hab eine Pfanne. Er hat eine Scar. Der Gegner, ich glaube, ich knack rein mit die Scar, wenn du nichts dagegen hast. Dann kann dir die Scar. Weg. Holographische Visier rüber. Kann ich jetzt schon mal Visier haben? Ja, kannst du haben. Ich? Ja. Okay. Ich hab frag eins. Ich frag doch nur nochmal. Ich hab aber eins. Okay, alles. Ich brauch nicht zwei. Da spielt wer gerade aus einer Gitarre. Yeah. Yeah. Nee, Waluigi number one. Waluigi number one. Echt, die Shotgun hat gerade gar keinen Schaden gemacht. Gut oder schlecht? Ich brauch eine andere Shotgun. Da kommt jemand mit einem Auto. Das ist schlecht. Nee. Sag mir was anderes. Fährt aber vorbei. Das ist gut. Jetzt kommt er zurück. Das ist nicht gut. Das war ein Scherz. Das ist okay. Okay, also, sollten wir weitergehen, die Zone ist verdammt nah. Ja, ja, die Zone ist bei uns. Ich wollte gerade sagen, ja, die ist bei euch direkt. Auto. Steht Auto, hier. Auto. Anwesend, wir können. Warte kurz, fahren wir nicht los. Also ganz kurz. Tank kurz voll, alles klar, wir können. Wohin? So. Markier! Da so. Ah. Dein. Oder, wir gehen nach da und schwimmen. Nee, ich fahr weiter. Ich sehe Autos. Ich fahr weiter. Wohin? Hast du schon neu markiert? Ja, ich hab schon neu markiert. Meine Gitarre ist not loud enough. Your guitar is not loud enough to make good music. Muni, what the fuck? Ich weiß nicht. Egal, ich glaube, ich bin gerade 5 Sekunden einfach mit der Nase geslidet. Frag mich nicht, wie ich das gemacht habe. Ah, verdammt. Einfach passiert. Okay. Passt. Wir erstmal gucken. Ja, erstmal nur schauen. Das bestimmt wer. Nein. Alles zu. Alter, ihr seid noch im roten Bereich, ne? So ein Stück. Ja, das macht nichts. Ist nur ein Stück. Und es klang einfach so, als wenn direkt eine Bombe aufs Auto gefallen wäre. Ja, so ein bisschen. Oh, falsch. Aber wir können hier nicht lange verweilen. Sollten wir auch nicht. Wir sind doch eigentlich ganz gut ausgerüstet. Naja, weil der andere Typ da hinten mit dem Auto steht, das ist das Problem. Also, ganz ehrlich, die Brücke ist keine Option, wir schwimmen rüber, wir sollten uns jetzt auf den Weg machen. Oh, ich hasse Schwimmen. Die Brücke ist keine Option. Ach, die klatsche ich doch alle weg. Am Arsch klatscht die. Da war ein Pie. Ja, irgendwie kommt das nicht so, weil das so leise ist, irgendwie kommt das nicht so rüber. Also ich glaube, in meiner Aufnahme von Mikrofon schon, aber im TS kommt es nicht halt hier runter. Was machst du, Uschi? Ich habe nicht erwartet, dass hier sowas ist. Fuck, Alter, ich komme hier nicht du mehr hoch. Du meinst die Klippe? Okay, doch. Ich mein, dass hier sowas ist. Die Klippe? Die Klippe. Indeed, I do. Hier kommst du auch nirgendwo runter, halt, normal. Ich wollte sagen, dann machen wir halt einfach Geronimo. Bam! Das hat hingehauen. Bam, Kinders. Okay, ich habe einen Weg nach unten gefunden. Alles klar, am Beschwimmen.
Ein blödes Headset-Kabel-Mikro-Arsch-Kabel. Blödes Headset-Kabel-Mikro-Arsch. Ja, Hafel. Das ist halt, das liegt halt immer, ist halt ständig gegen die Seite gekommen. Das war jetzt so doof. So. Nein, Moment. Richtung Rot. Da ist bestimmt wer, aber hey. Wir kommen auf den Wasserweg. Schnee, tauchst du? Bisschen? Du tauchst, okay. Alles klar. Muss kurz Luft holen. Okay. Hey, Jack shit, Kinders. Nee. Ist halt Wasser, aber. Das Wassergeräusch ist gar nicht so schlecht. Nö, Wassergeräusch ist überhaupt nicht schlecht. Da wurde jemand mit der Splittergranate getötet. Jo, das glaube ich. Alles klar, jetzt geht's ab. Duck und Carry, Duck und Carry, Duck und Carry, Duck und Carry. Links ist ein Boot. Ich seh's. Lohnt sich aber noch nicht. Uschi, Scorgi, Uschi, Scorgi, Uschi, Scorgi, Uschi, Scorgi, Uschi, Scorgi, Uschi, Scorgi. Das weiß ich gar nicht. Ich hoffe mal nicht. Faili, 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 Uschi, Scorgi. Ne, Moment, ich hab's andersrum gemacht. Uschi, Scorgi, Uschi, Scorgi, Uschi, Scorgi, Uschi, Scorgi. Faili, 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 Uschi und Scorgi, Uschi und Scorgi, Uschi und Scorgi, Uschi und Scorgi. Bist du denn, Muni? Was? Ich verloren, wo bist du? Da bist du. Ich schwimm hier! Ich hab eine fucking rote Jacke an! Hast du mir meine rote Weste geklaut? Ja! Meinen roten Mantel? Vielleicht. Vielleicht? Wollen wir erstmal sagen, dass das richtig ranzig aussieht? Na, ranzig tut's nicht, nur was sehr auffällig war. Also ich hab's nicht. Ja, so ein bisschen. Kannst du auch wieder ausziehen. Arr. Die liegt jetzt auf dem Meeresgrund. Tosse weh, Boy, tosse weh. Wir haben es fast geschafft. Wir haben auch gleich mehr Input, wo der kleine Kreis hingeht. Ja, haben wir gleich. Ja. 5 Sekunden. 4. 3. 2. 1. Ein bisschen mehr. Waren 10 Sekunden. Tut mir leid. So, und jetzt pass auf. Ich weiß, wie viel im Haus drüben ist. Im Häuserkomplex. Will nicht. Ich leg mich gleich einfach hier hin am Strand und sonne mich. Es wird nicht ganz funktionieren. Ich bin schon raus aus diesem Match. Es gibt noch 16 Gegner. Ganz ehrlich, die machen verletzt. Geht auf den Hügel. Scorgi und Uschi, die rennen herum. Und ich sitze hier. Oh. Stopp, auf dem Hügel läuft wer. Und spiele mich dumm. Siehst du ihn? Wo? Wo? Auf dem Hügel. Ja, Kratzer. 140. Boah. Voll verspielt. Hab mich verspielt. Sieht an niemanden. Hab mich verspielt. Rechts. Jetzt ist es da 145. Da oben drauf. Bei Leute. Ja, die Render Distance ist, glaube ich, bei Scorgi nicht gut genug. Weiter links. Ich hab auf hochgestellt. Nee. Liegen bleiben, Quatsch, Quatsch. Bewegen. Rechts, Scorgi. Weiter rechts, da oben, direkt. Rechts, hoch. Ah, da oben. Genau. Wir haben 8-mal Visier. Auf Uschi wird geschossen. Ja, von da oben. Ein bisschen weiter runter zielen. Oder? Nee. Doch. What the fuck? Okay, das hat getroffen. Ja, mich auch. Uschi, warum rennst du weiter vor? Weil ich bessere Sicht brauche und ich muss näher ran, sonst treffe ich mit dem scheiß Ding nichts. Oh, der hat nice getroffen. Ich glaube, das hat nur seine Schulter erwischt. Also bei mir sah es aus, als wenn er aus dem Kopf blutet. Ja! Dachte ich auch. Vielleicht war es nur Nasenbluten. Ich glaube, ich bin tot. Die kommen vielleicht runter. Ja, Uschi ist tot. Ja, nee, das ist für diese zu riskant auf jeden Fall. Weil ich muss jetzt selbst gleich mich nach vorne bewegen. Im mach's Grunde da, wo Uschi liegt. Machst du im Schleichen, am Fußboden weiter nach vorne. Genau. Weil ich muss jetzt. Ja. Ah,
zweiten Zone kann mich gerne ein bisschen anhitten. Ich habe genug Medipacks. Du hast noch Zeit, noch 13 Sekunden, dann zieht's erst zusammen und du bist am Teil, wo die Zone am weitesten feig ist. Was stimmt? Mach dir keine Gedanken darum. Ja. Hattest du noch erste Hilfekasten? Ja. Okay. Hab auch noch ein paar Verbände. Aber ich habe 2 erste Hilfekästen. Die runter oder sind das Bäume? Komm runter. Da ist einer, der guckt. Ja, die trauen sich. Einfach crouchen, nicht aufstehen. Sieht der mich oder sehe ich ihn? Du siehst ihn. Ja. Aber ich würde es nicht riskieren, du bist alleine. Gleich weiter vor, loot was du kannst und dann schau, dass du dich verpisst. Ich verpiss mich hinterm Baum, jetzt kann er mich auf jeden Fall nicht mehr sehen. Ja, ich muss gerade gucken, wie die eine Passage von Tetris nochmal ging. Wir laufen gar ganz sicher hin. Ja, ganz sicher. Oh, fuck. Als ob die mich nicht gesehen haben. Ah, jetzt hab ich's. Du bist gleich in der Zone drin und damit ist es eine Ruhepause. Ja. Rechtsklick mein Nutzzeug. War hier nicht deine Leiche? Ja, da. Die sind gerade selber im Battle engaged. Jetzt ist eine theoretische Chance absorben. Oh, ich hab keinen Platz mehr! Stück vor! Uni? Ah ja! Hier noch gerade am Looten. Darf ich sie looten, während sie looten? Ich bin Geronimo Röder, ich wohne hier. Mich sowas von! Sie haben gerade selber einen anderen Kampf angefangen. Ja, da links oben auf dem Berg. Immer noch. Naja. Ja, aber ich kann da nichts viel machen. Ihr verpisst dich jetzt selber. Geh in den Crouch-Schritt und dann lauf. Im Crouch-Schritt, Marsch! Lauf erstmal was, damit ich wieder Leben habe. Ja, ja. Bagger musst du anfangen zu rennen. Ich hab Zeit. Ich hab sehr viel Zeit. Die sind alle hinterm Berg. Noch 12 Gegner. Alle. Sie selber haben selber, haben sie selber da rechts. Noch einer. Stopp. Links beim Hügel. Geht runter. Nach rechts weg. Und auf den anderen Hügel drauf. Da rechts auf dem Hügel war auch noch einer. Ich habe mich selber in einem Kampf verwickelt. Richtig, rechts auf dem Hügel war nämlich noch einer. Ja, ich mache aber erstmal noch nichts. Da sind sie. Nee, ich sag nur, damit du weißt, wo die Gegner sind. Da links. Siehst du sie? Links Hügel. Gehen hoch. Berg hochlaufen wie Ameisen. Ich muss rüber. Alles gut. Gehen auch hinter den Bergen, dann machen sie nochmal Kampf. Noch sind noch 10, sind nur noch 9 am Leben, Muni. Ja. Hitz mich einfach nicht. Einfach in die Zone rennen. Die kämpfen jetzt miteinander. Die kämpfen miteinander, die haben keinen Blick auf dich. Werfen lauf, genau. Und lauf. Geh hinter dem Berg hier. Ja, wenn nicht wer anhält, dann sind es nicht von die von oben. Sekunden, ja, lass mich. Alter! Ich bin hier ganz allein. Ich wäre gerne noch dabei gewesen, aber ich bin ja schon vor 20 Minuten rausgeschieden. Na, so weit nun auch nicht. Also die Aufnahme für diese Folge geht schon 26 Minuten. 6 Leute noch. Auch 6 Leute. Es müssten im Grunde 2 Teams sein oder weniger. Ja, ich wollte jetzt einfach halt gegenseitig auseinandernehmen. Ich wollte jetzt halt keinen Druck machen. Ich wollte es die ganze Zeit nicht sagen. Ich sehe. Ich guck die ganze Zeit diese wie viele Leben noch Anzeige an. Du bist im Kreis, also mach dir mal keinen Kopf. Der blaue Zone kommt näher und guckst gleich, was Phase ist und dann. Das Problem ist, wenn ein Team überlebt, ist 1 gegen 3. Ja. Und du, wie viele Medkits hast du? 3. Gut, dann wartest du drauf, dass sich die Zone komplett auflöst. Du versteckst dich so lange, bis die Zone komplett aufgelöst ist und dann geht's nur darum, wer am schnellsten heilen kann. Alter, die Gitarre hat mich gerade erschreckt. Yeah!
ich bin der Push. Couchen ist the way, du musst weiter vor. Definitiv. Noch weiter? Oh ja, mein Gott. Du musst weiter nach vorne. Entschuldigung. Alles okay. Wir haben auch abgegangen hier. In einer Minute 30 schaffe ich das auch im Crouchen. Hoffe ich. Also ich würde nicht über die Straße crouchen, aber... Ja, was soll ich... Ich mach erstmal so. Mach erstmal so. Vielleicht sehe ich ein paar und ich vielleicht könnte ich sie wegholen. Es wäre mir egal, ob ich dabei sterbe, aber wenigstens erstmal bin ich so weit gekommen. Genau. Du bist schon sechster Platz und das ist schon mehr als wir sonst immer erreichen. Im Grunde mit Teamplätzen wäre ich dritter. Aber und das ist schon mehr. Das ist als schon sonst. Deutlich mehr. Scheiße. Die nehmen sich gleich selber auseinander. Weiß ja noch nicht mal, wo jemand ist. Die müssten also alle links von mir sein. Genau, ein Team kommt auf jeden Fall links von dir oder von direkt vor dir. I'm gonna fight them all. Seven Nation Army couldn't hold me back. Ich krabbel einfach am Rand des Berges entlang. Mach. Alles gut. Bin sogar schon... Jetzt fast in der Zone. Bist gleich in der Zone, alles kein Problem. Du suchst dir irgendwas zu verstecken und lässt sie sich auseinandernehmen. Also, auf der Straße läuft einer rechts hinten. Rechts, genau, ich rechts an der Straße. Links weiter, links. Der ist nach links gelaufen zu dem Haus. Der ist schon drüber auf der Straße, der ist, geht ins Haus. Der war auf der Straße, ist zum Haus. Genau. Rechts, da ist er, auf der Straße. Nicht schießen. Der sieht ihn, er sieht ihn. Nicht bewegen. Er sieht ihn, ja. Jetzt hat er ihn, ja. Ja. Der hat mich gesehen. Genau, ja. Und wenn er weiter weg ist, ein bisschen vorschießen, dahin, wo er hinlaufen wird. Macht er ja schon. Ein bisschen mehr sogar noch. Und jetzt ist es wieder verstecken und schauen einfach, dass dich keiner mehr sieht. Ja, jetzt sind die Bäume im Weg. Du musst... Ja. Weiß nicht von wo. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Kein Problem, Moni, vierter Platz ist ordentlich. Ja. Sehr gut. Das heißt, es keine waren, Ahnung. Das heißt, es das waren noch ein Zweier-Team und der Rest war alles einzeln. Ja. Sehr gut. Respekt. Aber Respekt, ja. Der saß hinterm Baum, das war klar, dass ich ihn nicht sehen konnte. Oh, die Pissnäcke. Schade.